wenn Monte eine Frau sieht. Target spotted. Oh, guck mal da rechts, Memo. Ja, lauf, lauf, lauf. Why are you running? Ich habe ein Video gesehen mit Oliver Pocher und der Anne Wünsch. Und dann ist mir eingefallen, dass es von der ja Nudes gibt. Und dann wollte ich mir die halt einfach angucken, Digga. Ihr entscheidet zu Hause. Wer gewinnt die Talentshow? 12, Leute, alles vorne! Ja. Hey, KuchenTV, danke für den Raid, mein Bester. Kuss, Chat. Lass mal bitte Florian! Danke dir, Kuchen. Oh mein Gott! Safe der schönste Tag in Florians in Leben. Sekunde! Gewinnt Florian! Nein! Isaac gewinnt doch! Hä? Was? Toll gemacht, Knossi. Jetzt hat Florian den Salat. What the fuck, are you ready? Ah, natürlich. Check aus! Nope. Hä? Nope. Hä? Nope. Ey, Mann! Toll. Ist jedem schon mal passiert bei Warzone. In der Animation, wenn man Viereck nochmal spammt, dann buffert das im Hintergrund und man steigt aus und direkt wieder ein. Okay, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Hat ein Raketen? Hat es Hühnchen? Raketen? Raketen? Willi? Nee, Digga, wie geil das reingeschnitten war. So hoch, was hat Leroy ihr eigentlich für einen Billo-Stuhl gegeben, während sein Stuhl sogar Räder hat? Bruder, kritisch. Ich wette, Leroy ist mit dem Ding sogar schneller als Kevin, wenn er rennt. Entspannt mit den Homies. Ist im Discord chillen. Wie oft habe ich jetzt gesagt, ihr sollt nicht dauernd durcheinander reden? Ihr seid alle in der Höhle aufgewachsen, ohne Eltern und ohne Erziehung, oder wie? Spielt eigentlich einer von euch Killing Floor? Wie bitte? Ist das jetzt dein Ernst, du Hurensohn? Killing Floor. Wer muss wundern? Schöner Suchfall. Imagine, man chillt mit dem freiwillig auf dem fucking Discord, Digga. Was hast du denn bei YouPorn gesucht, Digga? Komm ruhig hoch, komm ruhig hoch. Ja, ist unangenehm, ne? Aber leider. Gib Check. Nope. Das ist das. Yeah. Mist, das war cringe. Auch immer wieder schön zu sehen, was es doch dann für schönen Content auf Twitch gibt. Also wirklich, das ist Qualitätscontent, den ich auch auf Twitch sehen möchte. Moin. What the fuck? Ehrenbruder Holle brät sich leckeres Frühstücks-iPad. Da kannst du auch richtig krank viel Geld ausgeben. Ah, oh, nein, 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 nicht so ein Idiot! Upsala. Ey, jetzt werde ich angerufen von diesem Hurensohn. Revi, was geht? Straßenverkehr mit Elias. Was denn? Guckt euch an, ne? Nee, du? Fahr doch einfach vorbei! Oh. Ich komm nicht vorbei! Ich doch auch nicht! Ich mache eine Präsentation über dich in der Schule. Bekomme ich einen Abschluss? Das Video für die Präsentation. Ja. Tut mir leid, dass die Präsentation so scheiße war. Danke fürs Zuhören. Die machen sowas, weißt du? Ist das deine Freundin? Komm. Hä, was? Ist das ein Duft? Lass dich nicht ärgern, Henke, du bist sehr männlich. Ich habe eine Plattenkiste, wenn ihr eine braucht. Ampro. Na, Chat, ich sag's nochmal. Ich und Haptic haben beim Event am Montag uns gewundert. Hani Puh und Sascha, unsympathisch TV, haben ja im Duo gespielt. Und die hatten beide dieselbe IP-Adresse und denselben Ping in-game. Da habe ich und Jem uns komisch angeguckt. Warum die vom selben Setup gespielt haben, haben wir uns gewundert, Digga. Montes Brustwarze mit 2 Euro, freue mich schon heute Abend von dir gestreichelt zu werden. Carsten reagiert auf feuriger Hugo. Mann, diese Fußablage kriegt mein scheiß Ball!
Alles gut bei der Bruder? Yo, hallo, ich grüße euch, ihr kennt mich wahrscheinlich. Offensichtlich nicht. Alle haben. Alle haben übelst die Maschine wieder am Start. Eine geiler als die andere. Und Bruder und er mit Sascha Huber am Start. Danny, lass eine Wette machen. Okay, Digga, das war ziemlich. Ich sag, heute ist der Tag gekommen, an dem ich treffe. Ja, du wirst eh nicht treffen. Und was wetten wir? Was kann man wetten? Nuggets. Der Vegetarier macht sich auf den Weg zu seinen Nuggets. Weisheiten mit dem Rentner. XXL-Version. Also ein Arschbohrer muss schon, Digga, wenn kein Arschbohrer, Bruder, dann auch keine Frau. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage. Ihr dürft als Mann auch dazu stehen, wenn euch das gefällt, wenn ihr euch selber am Arschloch rumspielt. Das ist nichts Verwerfliches. Ich wollte auch mal was sagen. Willst du noch was sagen? Die Bühne ist deine. Oh ja, interessant, okay, cool. Noch irgendwas dazu sagen? Sind wir mal ganz offen und ehrlich, ich bin halt einfach jetzt schon 33. Ja, Running Gag hin oder her, Bruder, aber ich bin halt 33 und 88er Baujahr, jetzt ist raus. Ich bin hier mit dem Oha, hier liegt der berühmtesten Hochstapler Deutschlands, Gerd Postel. Ich bin übrigens alles andere als ein Hochstapler, jetzt mal unter uns privat gesprochen. Scheiß Hochstapler. Edgy Badge Wichser, ich find ihre Wichser ist nicht meine Sprache, ja? Das ist meine Sprache. Sie sind einfach ein Hochstapler. Ich bin kein Hochstapler, pass mir auf. Diese Begrifflichkeit, die stört mich sehr und darauf gebe ich Ihnen Hochstapler. Jetzt. So kommen wir nicht weiter. Hochstapler. Also, Sie wurden ja verurteilt, Sie haben ja Urkunden gefälscht und Sie sind einfach ein Hochstapler. Hä, was hat er jetzt davon gesagt? Was nicht, Digga? Ich bin so verwirrt. Hochstapler. Das macht man nicht. Das ist eine Frage der Erziehung. Hochstapler. Seien Sie mal ein bisschen diskret und höflich. Sie sind der beste Hochstapler Deutschlands. Kommen Sie, pass hier auf, das ist ja. Nee. Doch. Sie sind so dumm, dass Sie mir nicht entfernt das Wasser reichen können und mich total langweilig. Beschissener Hochstapler. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Hochstapler. Verstehen Sie, das bringt mich sehr aus dem Konzept. Wenn Hochstapler. Ich so kompliziertere Sachen erklären. Hochstapler. Mal, wenn es permanent unterbrochen. Hochstapler. Habe ich Sie gerade unterbrochen? Ja. Merken Sie das gerne. Hä? Wie cringe ist dieses Interview, Digga? Das hat er hochgeladen? Nicht leise und nicht dazu. Ja. Also, Sie. Hochstapler. Hier der Herr Postel, der ist ein ganz schöner Playboy. Der hat hier die ganzen Staatsanwältinnen und die Richterinnen der Reihe nach. Kommen Sie, pass hier auf, das ist. Nee. Ja, aber jetzt mal. No shit. Ich frage mich einfach nur, wie ein Gerd Postel diese Frauen verführt hat. Was? Ich meine, was Sie da für Schweinereien mit denen anstellen. Das werde ich öffentlich nicht mitteilen, weil das die Öffentlichkeit gar nichts angeht. Bro, man weiß nicht mehr, was echt war und was nicht. Digga, mein Gehirn qualmt gerade richtig. So. Ich bin ja noch im Hinblick auf, yeah. auf also ich finde, also es ist eine Möglichkeit, du musst krank sein. Ihre Frage. Wie bitte? Stellen Sie doch Ihre Frage. Nee, ich erkläre doch gerade. Achso. Wie viele Abos hat er jetzt? Oh, halbe Mio schon. Geht ja auch schnell bei ihm. Ah. Ja,